Brioche, Nussschnecken, Linzeraugen. Hier in Steyrek entstehen Brot, Gebäck und Mehlspeisen. Das Bäckereiteam verwendet Bio-Eier für die Backwaren und die kommen aus St. Georgen an der Gusen. Ja, unsere Bio-Eier kommen in unseren Brioche rein, die kommen in unser Christine-Croissant rein, die kommen in unser Topfentascherl oder in unseren Nussblunder rein. Genau, super Qualität von den Steiningers und da sind wir wirklich froh, dass wir die verarbeiten können. Wir haben ja ganz klar angefangen, wir haben ursprünglich nur mit 30 Kindern für uns selber angefangen gehabt und das ist halt dann stetig gewachsen, sage ich jetzt einmal. Heute haben Birgit und Klaus Steininger 350 Hühner. Die legen bis zu 300 Eier täglich. 1800 Eier pro Monat braucht das Team von Brotsüchtig für die Teige. Bäckereiinhaber Oliver Raffertseder und die Eierproduzenten Steininger sind beide Genusslandpartner. Wir sind halt direkt vom Markt da und es ist natürlich schon eine große Plattform, einfach, wo man einfach viel Leute einfach auch dazukommt. Das sind diverse Veranstaltungen, wo man einfach auch immer wieder gesehen wird. Nicht überall kommt Ei in den Teig. Auch veganes Süßes gibt es in der Bäckerei. Müssen wir genauso mitverfolgen und darum fahren wir da eigentlich ein gemischtes Sortiment, dass wir für alle was haben. Zum Beispiel die vegane Apfel-Zimt-Schnecken, die Mohnschnecken, genau, ein Cruffin, jetzt dann wieder bald den Heidelberg-Cruffin. Ob Süßes, Dutzende Brotsorten oder Pikantes. Die Biobäckerei hat ihre Standorte verteilt auf Linz, Wels und Steyrek.